Hallo, ich bin Nora aus Dänemark. Ich war ein ganz normaler Teenager. Ich wohnte bei meiner Mom, ging zur Schule und abends verwandelte ich mich in Mysterious Moon. So habe ich meine Zeichnung signiert. Ich mochte es, in der Dunkelheit Graffiti zu malen. Schaut, gefällt es euch? Alles begann, als meine Mutter in Ohnmacht fiel. Ich hatte Angst und rief sofort einen Krankenwagen. Im Krankenhaus wurde meine Mom untersucht und ihr wurde gesagt, dass sie eine schwere Krankheit hatte. Man half ihr, sich von ihrem Anfall zu erholen und schickte sie wieder nach Hause. Das Leben war danach nicht einfach. Meine Mutter arbeitete für eine dänische Aristokratenfamilie, aber sie war so schwach, dass sie nicht zur Arbeit gehen konnte. Das Geld ging uns schnell aus. Wir waren nie reich gewesen, aber jetzt reichte es kaum noch für Lebensmittel. Schließlich beschloss ich, anstelle meiner Mutter zu arbeiten. Mein Leben änderte sich sofort. Vor dem Mittagessen ging ich in die Schule, dann kümmerte ich mich um Mom und schließlich putzte ich abends in der Villa der Aristokraten. Sie war so riesig, dass ich sie sogar ein Schloss nennen würde. Es war nicht leicht, diesen Zeitplan einzuhalten, aber ich nahm mir trotzdem Zeit für mein Hobby und ging abends raus, um Graffiti zu zeichnen. Allerdings wurde es schwierig, Wände für meine Straßenkunst zu finden. Schließlich hatte ich einen geheimnisvollen Konkurrenten. Er war mir immer einen Schritt voraus. Ist das zu glauben? Tagsüber suchte ich mir eine Wand für mein zukünftiges Meisterwerk und als ich später in der Nacht zurückkam, sah ich, dass bereits jemand ein Graffiti darauf gemalt hatte. Diese Person hatte auch eine Signatur. Eine Krone. Was? Hier auch? Dieser Mistkerl! Obwohl ich schon seit einigen Wochen in der Villa arbeitete, hatte ich die Besitzer noch nicht kennengelernt. Ich hatte nur ihr Familienporträt gesehen. Der Baron und die Baronin hatten einen Sohn in meinem Alter namens Olaf. Er trug den Titel eines Prinzen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein echter Prinz und ein hübscher noch dazu. Es war Zeit, sich zusammenzureißen. Er war eine Nummer zu groß für mich. Eines Tages wurde ich gebeten, sie bei einem Familienessen zu bedienen. Meine Handflächen schwitzten und ich ließ das Tablett mit dem Essen über den Prinzen fallen. Huch, ich dachte, er würde einen Anfall bekommen, aber Olaf entpuppte sich als ein cooler und freundlicher Typ. Tut mir leid, ich räume alles auf. Keine Sorge, es sind nur ein paar Flecken. Nachdem er das gesagt hatte, scrollte er wieder durch sein Handy. Wie seltsam. Obwohl er ein Prinz war, unterschied er sich nicht von anderen in unserem Alter. Seine Eltern hatten allerdings feine Manieren und benahmen sich wie echte Aristokraten. Bald gesellte sich ein Mädchen zu ihnen zum Abendessen. Olafs Eltern waren darüber nicht glücklich. Was macht sie denn hier? Mom, komm schon, Esther ist meine Freundin. Hör auf, uns auseinanderbringen zu wollen, nur weil sie keine Prinzessin ist. Oh, es schien, als gäbe es Ärger im Paradies, aber das ging mich nichts an. Nach einem so anstrengenden Tag wollte ich mich entspannen und Spaß mit meinen Sprühfarben haben. Vor ein paar Tagen hatte ich einen tollen Platz unter einer Brücke gefunden. Ich machte mich auf den Weg dorthin. Als ich dort ankam, sah ich einen Typen mit einer Kapuze. Er hatte sein Graffiti schon fertig und malte eine Krone. Oh, der schon wieder. Ich lief zu ihm und zog ihm die Kapuze ab. Hab ich dich! Zeig mir uns, wer du bist! Eure Hoheit? Ich war sprachlos, als ich erkannte, dass Olaf mein Rivale war. Jetzt war klar, warum seine Unterschrift eine Krone war. Psst, bitte schrei nicht, warte. Nora? Arbeitest du nicht in unserer Villa? Ich nickte. Der Prinz bat mich, niemandem von seinem geheimen Hobby zu erzählen. Meine Eltern werden ausrasten, wenn sie herausfinden, was ich getan habe. Olaf war ein toller Kerl und so willigte ich ein, sein Geheimnis zu bewahren. Wir verbrachten den Abend damit, durch die Stadt zu laufen, zu zeichnen, zu reden und zu lachen. Oh, du bist also die Mondkünstlerin? Ich habe deine Arbeiten gesehen. Ich mag deinen Stil. In dieser Nacht wurden wir Freunde. Olafs Eltern hätten es wohl kaum gut geheißen, dass ihr Sohn mit dem Personal abhängt. Also haben wir uns nur heimlich getroffen. Bald schon hatten wir einen Haufen Insiderwitze. Eines Tages, als ich das Schloss abstaubte, hörte ich, wie der Baron und die Baronin über den Prinzen schimpften, weil er mit Esther zusammen war. Du solltest mit ihr Schluss machen und dir ein Mädchen mit höherem Status suchen. Ich wusste nicht viel über Esther. Sie war keine Aristokratin, aber sie schien ein normales Mädchen zu sein. Olaf sagte nichts und stürmte wütend davon. Später erwischte ich ihn dabei, wie er den großen Saal mit Farbe besprühte und etwas murmelte. Für wen halten die sich? Die Könige der Welt. Was machst du da? Ah, du bist es, Nora. Ich habe beschlossen, mich an meinen Eltern zu rächen. Sie sind solche Snobs. Ich habe es satt. Ich mochte Olafs rebellischen Geist. Also habe ich ihm geholfen. Wir hatten viel Spaß dabei, unsere Unterschriften zu zeichnen. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, erzählte mir meine Mutter eine schreckliche Nachricht. Ich war heute beim Arzt. Meine Krankheit ist wiedergekommen und jetzt brauche ich eine teure Operation. Oh nein, Mom. Ich werde die Schule abbrechen und mir einen anderen Job suchen. Wir werden das Geld schon auftreiben.
denk nicht einmal daran. Deine Ausbildung steht an erster Stelle. Meine Mutter ließ mich versprechen, dass ich vor allem an meine Zukunft denken würde. Trotzdem konnte ich nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Nur eine Operation konnte meine Mom retten. Woher sollte ich so viel Geld nehmen? Am nächsten Tag kam ich mit schlechter Laune in die Villa. Von da an ging es bergab. Olafs Mutter war wegen irgendetwas wütend. Junge Dame, nur weil unser Schloss im 16. Jahrhundert gebaut wurde, heißt das nicht, dass wir hier keine Überwachungskameras haben. Sie sagte, sie habe gesehen, was wir mit dem großen Saal gemacht hatten. Oh, verdammt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich konnte es mir nicht leisten, jetzt meinen Job zu verlieren. Ich wollte sie gerade anflehen, mich nicht zu feuern, als sie etwas Unerwartetes sagte. Du und mein Sohn scheint enge Freunde zu sein. Ich werde über den Sachschaden hinwegsehen und dich sogar belohnen, wenn du etwas für mich tust. Sie bat mich, Olaf und Esther zu trennen. Ich war wie erstaunt. Natürlich brauchte ich das Geld, aber so etwas Schreckliches konnte ich doch nicht tun. Die Baronin gab mir eine Stunde Bedenkzeit und ging. Ich beschloss, mich nicht auf so etwas Schmutziges einzulassen, aber dann erhielt ich einen Anruf aus dem Krankenhaus und erfuhr, dass meine Mutter ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Nein, es war ein Albtraum. Ich hatte keine Zeit zu verlieren, also nahm ich das Geld von Olafs Eltern an, obwohl ich mich schrecklich dabei fühlte, und bezahlte Moms Operation. Zum Glück lief alles gut. Mom war auf dem Weg der Besserung und wurde im Krankenhaus rehabilitiert. Es war an der Zeit, dass ich meinen Teil der Abmachung erfüllte. Ich habe mir einen Plan ausgedacht, um den Prinzen und Esther auseinanderzubringen. Zuerst fragte ich Olaf beiläufig, ob er jemals gedacht habe, dass seine Freundin nur wegen des Geldes mit ihm zusammen sei. Was? Nein, Esther ist nicht so. Ich hatte eine solche Antwort erwartet, aber meine Frage hat ihn eindeutig zum Zweifeln gebracht. Danach bat ich meinen Klassenkameraden Esther anzubaggern, filmte es heimlich mit dem Handy und schickte das Video anonym an Olaf. Esther, wer ist dieser Kerl? Ich weiß es nicht. Er kam aus dem Nichts auf mich zu und schenkte mir Blumen. Ja, klar. Ihre Beziehung war wegen mir in die Brüche gegangen. Es war an der Zeit, sie zu beenden. Eines Tages machten sie ein Picknick. Ich stahl die Brosche der Baronin und steckte sie in Esthers Handtasche. Bald bemerkte die Frau, dass sie fehlte und beauftragte das Sicherheitspersonal, sie zu suchen. Der arme Olaf wurde blass, als man den gestohlenen Schmuck in der Handtasche seiner Freundin fand. Esther, wie konntest du nur? Ich hab es nicht genommen. Ich habe dir gesagt, dass dieses Mädchen nichts Gutes bedeutet. Olaf hat sofort mit Esther Schluss gemacht und sie verjagt. Seine Eltern zeigten mir hinter seinem Rücken Daumen nach oben. Sie haben gestrahlt. Aber ich war überhaupt nicht stolz auf mich. Ich fühlte mich sogar furchtbar schuldig. Wäre Mom nicht krank gewesen, hätte ich ihm nie so etwas angetan. Olaf war untröstlich. Er aß kaum und er tat mir leid. Trotzdem konnte ich ihm nicht die Wahrheit sagen. Also beschloss ich, einen Weg zu finden, ihn aufzumuntern. Hey, lass uns nachts rausgehen und Graffiti malen, um dich auf andere Gedanken zu bringen. Warum nicht? Schlimmer kann es nicht mehr werden. Als es dunkel wurde, trafen wir uns in der Stadt und fanden eine schöne Wand in einer Gasse. Doch sobald wir unsere Sprühfarben in die Hand nahmen, leuchtete uns plötzlich jemand mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Hey, ihr Görn, steht still. Verdammt, das sind die Bullen, weg hier. Der Prinz ergriff meine Hand und wir begannen vor den Polizisten durch die engen Gassen zu fliehen. Wir schafften es schnell zu entkommen, stießen aber sofort mit einigen Schlägern zusammen. Seht mal, Leute, wir haben Besuch. Was für ein süßes Paar. Wir mussten weiterlaufen. Mein Adrenalinspiegel stieg ins Unermessliche, aber wisst ihr was? Es war aufregend. Olaf und ich beschlossen, uns zu verstecken und sprangen über eine Hecke. Leider, war dahinter ein Fluss und wir fielen beide ins Wasser. Olaf fing an zu strampeln und zu schreien, dass er nicht schwimmen könne. Beruhigt euch, ich werde euch retten, Hoheit. Ich packte ihn und zerrte ihn an Land. Wir fanden uns unter der Brücke wieder, wo wir zum ersten Mal die geheime Identität des jeweils anderen erfahren hatten. Wir setzten uns dicht nebeneinander und versuchten uns aufzuwärmen. Meine Zähne klapperten vor Kälte und mein Herz klopfte, aber wir lachten beide. Du weißt wirklich, wie man Spaß hat, Prinz. Du bist ja auch eine richtige Draufgängerin. Und dann sah er mir plötzlich in die Augen und küsste mich. Es war verrückt. Ich fühlte mich wie eine Heldin in einem romantischen Film. Wir begannen, uns heimlich zu verabreden. Ich war noch nie so glücklich. Wir versuchten nicht, von seinen Eltern erwischt zu werden, wenn wir in der Villa waren, und abends spazierten wir durch die Stadt und zeichneten Graffiti. Eines Tages nahm er mich zu einem romantischen Rendezvous unter unserer Brücke mit und zeigte mir seine neuen Zeichnungen. Es war ein Liebesgeständnis. Nora, du bist meine Seelenverwandte. Ich möchte, dass wir jetzt immer zusammen sind. Worte können nicht beschreiben, wie glücklich ich war. Leider hatte ich das Gefühl, dass ich es nicht verdient habe. Immerhin habe ich Olaf und Esther auseinandergebracht und sein Herz dank einer Lüge gewonnen.
Eines Tages besuchte ich meine Mutter wie üblich im Krankenhaus, als ich Esther auf dem Bett neben ihr schlafen sah. Armes Ding, was ist mit ihr passiert? Eine Krankenschwester kam auf mich zu und erzählte mir, dass Esther einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte, weil ihr Freund sie verlassen hatte. Mein Herz sank. Erst da wurde mir klar, was ich wirklich Schreckliches getan hatte. Ich liebte Olaf, aber ich musste ihn und Esther wieder zusammenbringen. Noch am selben Tag kam ich zu Olaf nach Hause und sagte seinen Eltern, dass ich es leid sei, ihren Sohn anzulügen. Was wir getan haben, war schrecklich. Sie sollten zusammen sein. Ich habe das Geld, das sie mir gegeben haben, bereits ausgegeben, aber ich werde umsonst für sie arbeiten, bis ich alles zurückgezahlt habe. Sie waren wütend, aber ich wusste, dass ich das Richtige tat. Danach habe ich mich mit Esther und Olaf getroffen und ihnen die Wahrheit gesagt. Ich kann es nicht glauben. Du hast mir das Herz gebrochen, Nora. Bevor ich sagen konnte, dass ich es getan habe, um meine Mutter zu retten, schrie er, dass er mich hasste und ging los, um seine Eltern zur Rede zu stellen. Sie schrien so laut, dass wahrscheinlich die ganze Stadt sie hörte. Ich dachte, ihr wärt nur Snobs, aber ihr seid viel schlimmer. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ich verzichte auf meinen Titel und mein Erbe lebt wohl. Mit diesen Worten nahm er Esthers Hand und sie verließen das Schloss. Von diesem Tag an wurde mein Leben langweilig. Ich enttäuschte die Liebe meines Lebens. Ich arbeitete umsonst in der Villa und suchte nach einem anderen Teilzeitjob. Ich hatte nicht einmal mehr die Energie oder die Zeit, um weiterhin Graffiti zu malen. Es gab nur eine Sache, die mich glücklich machte. Meine Mutter hatte sich erholt und die Ärzte versprachen, sie bald zu entlassen. Eines Tages, als ich das Haus putzte, sah ich, wie die Baronin schluchzend ihr Familienporträt umarmte. Geht es Ihnen gut? Sie sagte unter Tränen, dass sie ihren Sohn sehr vermisse. Vielleicht habe ich mich geirrt. Ich habe mir nur das Beste für Olaf gewünscht, aber er ist mit diesem Mädchen weggelaufen. Sie ist nicht die Richtige für ihn. Nun, Olaf hat das Recht, das für sich selbst zu entscheiden. Auch wenn er Fehler macht, das gehört zum Leben dazu. Ich bin sicher, dass sie sich früher oder später versöhnen werden. Danke, Nora. Weißt du, du bist ein sehr kluges und liebes Mädchen. Ich würde mich freuen, wenn mein Sohn mit jemandem wie dir ausgehen würde. Mit einem höheren Status, natürlich. Was für ein seltsames Kompliment. Tja, so ist das mit den Aristokraten. Wir plauderten noch ein bisschen, bis sie sich beruhigt hatte. An diesem Abend ging ich ins Krankenhaus, um meine Mutter zu besuchen. Auf dem Flur nahm ich die Krankenschwester, mit der ich bereits gesprochen hatte, plötzlich zur Seite. Ich muss dir etwas sagen. Dieses Mädchen, Esther, war nicht krank. Sie ist dir gefolgt und hat herausgefunden, dass du deine Mutter oft im Krankenhaus besuchst. Und dann hat sie mich bezahlt, damit es so aussieht, als hätte sie einen Nervenzusammenbruch gehabt. Aber ich kann nicht länger schweigen. Ich fühle mich schrecklich. Was? Hatte Esther das alles getan, um sich mit Olaf zu versöhnen? Das hätte ich nicht von ihr erwartet. Den nächsten Tag verbrachte ich damit, über Olaf nachzudenken. Ich wollte wissen, wie es ihm ging und ob er mit Esther glücklich war. Nach der Schule kam ich zur Arbeit und sah plötzlich Esther in der Villa. Was hatte sie dort zu suchen? Ich bin ihr gefolgt. Das Mädchen ging in den Saal und sagte, sie müsse mit den Eltern des Prinzen sprechen. Wie interessant. Ich drückte mein Ohr an die Tür und lauschte. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen? Hören Sie zu. Ich bin es leid, das brave Mädchen zu spielen. Ihr Sohn wohnt bei mir. Ihm ist das Geld ausgegangen und ohne seinen Status und sein Vermögen brauche ich ihn genauso wenig wie einen Pickel auf meiner Stirn. Ich schlage Ihnen einen Deal vor. Sie geben mir Geld und ich schicke Olaf weg. Er wird zu Ihnen zurückkommen und wir werden alle glücklich sein. Unglaublich. Sie sah aus wie ein Unschuldslamm, aber in Wirklichkeit war sie unglaublich berechnend. Offenbar war sie wirklich nur wegen des Geldes mit Olaf zusammen. Seine Eltern hatten sie zu Recht verdächtigt. Ich habe alles ruiniert, als ich ihnen half, sich zu versöhnen. Olafs Eltern bezahlten die Lügnerin freudig und sie ging. Der Baron und die Baronin waren so glücklich, dass sie mir sogar die Schulden verziehen haben. Nora, das sind tolle Neuigkeiten. Unser Sohn wird bald nach Hause kommen. Du brauchst nichts mehr für uns zu arbeiten, Liebes. Du solltest dich stattdessen auf dein Studium konzentrieren. Du hast eine große Zukunft vor dir. Nun, es schien alles gut auszugehen. Ich wusste, dass Olaf mich nach allem, was ich getan hatte, nicht mehr sehen wollte. Also ging ich nach Hause und versuchte, ihn zu vergessen. Aber ein paar Tage später rief mich die Baronin an und sagte, Olaf sei nicht nach Hause gekommen. Ich habe mit Esther gesprochen. Als sie mit ihm Schluss gemacht hat, ist Olaf sofort abgehauen. Keiner weiß, wo er ist. Wir machen uns wahnsinnige Sorgen. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ich steckte das Handy weg, schnappte mir ein paar Hotdogs und eilte zu unserem Platz unter der Brücke. Was ich dort sah, ließ mir die Tränen in die Augen schießen. Der Prinz schlief auf einem Pappkarton, zusammengerollt wie ein streunendes Kätzchen. Ich setzte mich neben ihn und weckte ihn auf. Ich wette, du bist hungrig, mein Prinz. Nora, was machst du denn hier? Ich erzählte ihm alles, was ich über Esther wusste und erklärte ihm, dass ich ihn nur verraten hatte, um meine Mutter zu retten. Geht es ihr jetzt besser? Ja, sie erholt sich nach der Operation. Wirst du jetzt zu deinen Eltern zurückgehen? Ich hasse es zuzugeben, dass sie recht hatten.
Esther hat sich wirklich als Goldgräberin entpuppt. Es ist mir zu peinlich, nach Hause zu gehen. Und ich mag es nicht, dass meine Eltern von ihrem Status besessen sind und auf alle herabsehen. Plötzlich sahen wir den Baron und die Baronin. Sie setzten sich neben Olaf auf die Pappschachtel und aßen Hotdogs wie ganz normale Leute. Das ist köstlich. Warum haben wir das nicht schon früher probiert? Was macht ihr denn hier? Nora hat uns von eurem geheimen Ort erzählt. Sohn, wir versprechen, dir nicht mehr zu sagen, mit wem du dich verabreden sollst. Wirklich? Dann lächelte er verschmitzt und sah mich an. Das ist meine Freundin. Nora ist meine Seelenverwandte. Ich verkrampfte mich. Was, wenn seine Eltern sagten, ihr Sohn sei eine Nummer zu groß für mich? Aber sie nickten nur zustimmend. Ausgezeichnete Wahl, mein Sohn. Nora ist ein wunderbares Mädchen. Wir haben unser Happy End bekommen. Alle haben einander verziehen und sich versöhnt. Jetzt müssen Olaf und ich unsere Beziehung nicht mehr verstecken. Mein Freund entpuppte sich als ein echter Prinz. Er hat nicht nur einen coolen Titel, sondern auch ein edles und tapferes Herz. Und ich habe erkannt, wie wichtig es ist, ehrlich zu sich selbst und zu anderen zu sein.